Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Let's Play bei mir hier. Und zwar, wie ihr schon seht, wir zocken Vulcan Lords of Mayhem. Es wird ein kleines angezockt, ich will das anzocken, das ist vor einiger Zeit schon rausgekommen, das Spiel. Ist jetzt auch nicht gerade das neueste, aber auch nicht das älteste. Es ist vor ungefähr einem Jahr rausgekommen und es ist ein Hack and Slay, beziehungsweise Hack and Slash. Es erinnert stark an Diablo 3, es ist halt ein Pendant zu Diablo 3 oder zu Path of Exile. Es ist aber ein bisschen anders und deswegen hat mich das total interessiert und deswegen wollte ich es mal anzocken und euch zeigen. Es hieß anfangs Umbra, wurde aber umbenannt zu Vulcan Lords of Mayhem und ist aus dem Entwicklerstudio Vulcan Studio, die früher Freefall Games hießen und aus Frankreich kommen. Das war ursprünglich bei Kickstarter ein kleines Projekt, hieß wie gesagt Umbra, wurde jetzt aber zu Vulcan und ist eine Alpha. Man sieht das hier oben, es ist eine Alpha-Version, Early Access. Daher ist das Spiel auch noch nicht fertig und ich habe ein bisschen reingeschnuppert, ich habe mir ein bisschen was angeschaut und habe gemerkt, dass es noch nicht so viel Let's Played wird. Ich weiß gar nicht warum, ich finde es eigentlich super interessant. Ich werde euch auch gleich zeigen warum und bin eigentlich ziemlich gespannt, wie es hier losgeht und wie das Spiel so ist. Also ich bin vor allem auf die Charaktererstellung gespannt, auf den Spielfluss an sich, auf das Skillsystem. Ich weiß noch nicht ganz viel, ich habe wie gesagt nur ein bisschen reingeschaut, aber deswegen wollte ich euch das mal zeigen. Das Ganze basiert auf der CryEngine und sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus, sehr hübsch aus. Und wir sehen hier, es gibt einmal den Online-Modus, der ist noch nicht verfügbar, und den Offline-Modus, das ist das, was wir bisher spielen können. Und ich werde jetzt auch gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden, sondern einfach mal hier draufdrücken. So, wir sind in der Charaktererstellung. Wir können uns einen Charakter erstellen und wie ihr schon seht, es ist wie üblich, können wir natürlich weiblich oder männlich erstellen. Ich werde natürlich einen männlichen Charakter erstellen, weil ich natürlich auch ein Mann bin und ich spiele dann gerne auch wirklich das, was ich bin. Hier können wir einmal die Hautfarbe einstellen, einmal von ganz hell bis ganz, ganz dunkel. Es ist wirklich pechschwarz. Ich werde natürlich so etwas in Richtung hell nehmen. Und was ich wirklich super gut finde, das habe ich bei einem anderen Game bisher noch nicht gesehen, ist, dass man sich nicht diese typischen muskulösen Hulk-Krieger machen kann, dieses typische Klischee, sondern man kann auch einfach mal so einen kleinen Fettsack machen. Also warum nicht, ne? Solche Leute gibt es ja auch und gab es ja auch. Also es muss nicht immer der übelste Hulk sein. Es kann auch mal ein Dicker sein, ein kleiner Mops. Warum nicht? Oder sogar oder sogar ein ganz, ganz dünner. Bisschen magersüchtig, aber das möchte ich nicht. Ich werde mir, denke ich, so einen kleinen proper Wopper machen. Und zwar, okay, vielleicht nicht ganz so fett. Schon ein bisschen muskulös, wenn ich jetzt an irgendeinen Schmied oder so von früher denke. Die hatten ja immer ein bisschen was auf den Rippen. Ich würde sagen, ein muskulöser, dicker Mann. Das ist das, was mir so vorschwebt. Ja, das sieht doch nice aus. So, beim Gesicht kann man relativ wenig im Moment einstellen. Ich denke, das wird sich mit der Zeit noch ändern. Wir können einmal aus insgesamt 6 Frisuren wählen. Das ist einmal, wobei man die ersten beiden gar nicht dazu zählen könnte. Ich klicke die einfach mal durch, das ist so eine Frisur. Ja, die ist relativ karg. Die sieht ziemlich cool aus. Und so eine. Ah, ich weiß. Ich werde mir, denke ich, so einen alten Typen machen. Dafür nehme ich diese Frisur. Ich habe hier eine Farbpalette. Kann einmal die Sättigung einstellen. Also von den Farben her sind wir wirklich komplett frei. Ich gehe mal bei der Sättigung ganz runter, weil ich nämlich so ein bisschen ins Gräuliche möchte. Soll ja alt aussehen. Fast ins Weiße. Ja, das finde ich super. Dann, was ich auch sehr, sehr cool finde, das habe ich vorher auch noch nirgendwo anders gesehen, ist, dass man die beiden Augen unterschiedlich einfärben kann. Und zwar das linke und das rechte. Das werde ich auch machen, weil ich das eigentlich ziemlich cool finde. Boah, oder ganz schwarz ist auch cool. Oder leuchtend geht auch, aber ich werde es bei braun-blau belassen. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Und dann das absolut allerwichtigste. Und zwar der Bart. Man kann sich einen Bart machen. Das konnte man bei Conan Exiles nicht. Da hatte ich mich schon drüber beschwert. Aber hier kann man es zum Glück. Oh yeah. Ich werde einen schönen Vollbart nehmen. Den werde ich natürlich auch grau, beziehungsweise eher ja, ein bisschen dunkler machen. Nicht ganz weiß, ein bisschen dunkler. Wir sind nämlich ein alter Mann.
Ein alter Mann, der schon viel, viel erlebt hat. Ja, das sieht super aus. Und wir geben uns natürlich einen Namen. Und heißen natürlich Bugman. So, das sind wir. Die Grafik ist super hübsch, wie gesagt. Das basiert auf der CryEngine. Das sieht man auch. Das sieht einfach nur phänomenal gut aus. Also im Vergleich zu anderen Hack'n'Slays sieht es wirklich gut aus, finde ich. Es ist auch nicht so verspielt, sondern es ist wirklich realistisch. Die Proportionen sind relativ normal. Ich würde sagen, die sind schon relativ realistisch. Aber jetzt habe ich eine Sache vergessen. Die möchte ich euch natürlich auch zeigen. Und zwar ist natürlich weiblichen Charakter, kann man sich auch machen. Hier kann man auch wie beim männlichen die Farbe einstellen, also die Hautfarbe, den Körperbau. Man kann natürlich auch eine kleine pummelige machen oder eine ganz dünne. Sieht aber sehr, sehr merkwürdig aus, finde ich. Die Brustgröße kann man natürlich einstellen. Und auch hier beim Gesicht Auswahl aus 8 Frisuren. Ein paar mehr als beim Mann. Haarfarbe. Und die Augen. Mehr kann man hier aber auch nicht machen. Das war es eigentlich. Okay, ich gehe wieder zurück. Und wir nehmen unseren Bugman und drücke jetzt einfach mal auf Spielen. Und da bin ich gespannt, was mich erwartet. Wie gesagt, es ist eine Alpha. Hier steht es auch nochmal. Das Spiel kann natürlich ein paar Bugs und Fehler enthalten. Tut es auch. Aber da kann man, denke ich, beim Early Access leicht drüber hinwegsehen. Das ist auch so eine Sache, es ist sehr, sehr wichtig für Entwickler, Feedback oder konstruktives Feedback von Spielern zu bekommen, gerade bei einer Early Access, um das Spiel wirklich auch zu verbessern. Das ist nämlich das Geile an so Early Access Spielen, dass man wirklich, ja, jetzt vielleicht nicht spürbar, aber doch irgendwie mitwirken kann. Und das finde ich eigentlich ganz nice und interessant. So. Und wir sind drin. Irgendwo in irgendeiner Halle. Ich weiß es nicht genau. Verflucht. Ich muss hier schleunigst verschwinden. Ich habe jetzt einfach mal versucht, anders zu reden, aber das funktionierte auf Dauer nicht. Egal. Wie habe ich es nur aus dieser Hölle geschafft? Unwichtig. Ich sollte schleunigst noch einen Weg hier rausfinden. Im Gefängnis hörte ich von Rebellen, die irgendwo in der... Jetzt habe ich mich verplappert und zu langsam gelesen. Auf jeden Fall stand irgendetwas von Rebellen im Gefängnis, die haben von irgendeiner, keine Ahnung, von irgendwas gehört. Ich muss das auf jeden Fall hier raus. So. Steuerung ist ganz klar, so wie bei allen anderen Spielen auch. Wenn ich klicke, laufe ich da auch hin. Ich kann die Maustaste gedrückt halten und so auch laufen. Hier oben links ist unser Charakter, unser Profilbild mit dem Namen. Wir sind Stufe 1. Oben rechts finden wir die Karte mit der Anzeige, wo Norden ist, und einem Pfeil. Ich denke, da müssen wir hin. Das ist wahrscheinlich so ein Indikator, wo wir langlaufen müssen. Darunter die Quest, beziehungsweise unsere Aufgabe, die Flucht, findet einen sicheren Ort. Unten finden wir unsere Leiste. Die werde ich mir natürlich jetzt auch genauer anschauen. Wir haben hier ein paar Slots, die noch verschlossen sind. Hier genauso, verschlossene Fähigkeiten, Platz. Aber wir haben hier ein paar Buttons, die wir auf jeden Fall drücken können. Das ist zum einen die Charakterinfo, die wirklich sehr ausführlich ist, sehe ich gerade. Okay, wir haben oben wieder den Level und das Level und unseren Namen. Dann haben wir hier einmal unser Leben, deine maximalen Lebenspunkte. Wenn diese 0 erreicht, stirbst du, das ist auch klar. Die Lebensregeneration, die zeigt an, wie viel Leben wir pro Sekunde regenerieren. Das sind im Moment 1,2. Dann haben wir die üblichen Verdächtigen, und zwar Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution und Intelligenz. Das ist, denke ich, klar. Stärke erhöht den Schaden. Verbessert Effekte wie Wutgenerierung oder Betäubungsdauer, Geschicklichkeit ist auch klar, das kennen wir alles, Bewegungsgeschwindigkeit, Ausweichchance, Konstitution, das bestimmt das maximale Leben, was man hat, so das maximale Leben, und die Erholung von negativen Effekten, und Intelligenz ist auch relativ klar, bestimmt den maximalen Wert des Ressourcenvorrats und erhöht den Zauberschaden sowie die Chance von kritischen Zaubertreffern. Rüstung ist auch klar, denke ich mal. Rüstungseffizienz. Deine gesamte Rüstungseffizienz stellt den Prozentsatz des eingehenden physischen Schadens dar. Okay. Erfahrung ist auch klar. Waffenschaden, Angriffsgeschwindigkeit, Schaden pro Sekunde. Das sind alles Sachen, die man schon kennt. Ja, Umbra-Regeneration. Das habe ich gerade schon gelesen. Hier gibt es keine Mana, sondern Umbra. Und auf der anderen Seite Wut. Da, ich weiß noch nicht, wie das beides zusammenhängt. Da bin ich mal gespannt. Dann, was sehr detailliert aufgeschlüsselt ist, ist der Schaden, Überlebensfähigkeit, Statuseffekte und Verschiedenes. Das ist wirklich sehr ausführlich. Wenn wir mal bei Schaden gucken,
Schadenstypen auf Waffen. Physisch ist, denke ich, klar. Wir haben im Moment 1 bis 4 Feuerschaden. Das ist auch logisch, weil wir eine Fackel in der Hand halten. Und das teilt sich halt komplett auf in Feuer, Frost, Blitz, Umbra, Heiligschatten, Blutung und Gift. Auf der rechten Seite haben wir Schadenstyp-Modifikatoren. Erhöht den physikalischen Schaden um einen bestimmten Prozentsatz. Ich denke, das können wir mit irgendwelchen Gegenständen oder mit Skills aufwerten. Dann gibt es natürlich kritische Trefferchancen, kritischer Schaden, so das Übliche. Ich werde das jetzt nicht alles durchgehen, weil das wirklich sehr, sehr viel ist. Aber ich denke, mit der Zeit werden wir schon herausfinden, was es damit auf sich hat. So, was haben wir noch? Wir haben dann das Inventar, das übliche Inventar, was man auch so kennt. Wir haben 2 Schulterstücke, wir haben ein Amulett, was wir tragen können, also Halsschmuck, noch irgendetwas anderes am Hals, was ich nicht identifizieren kann. Sieht aus wie ein kleines Lätzchen. Dann haben wir natürlich die Waffe, die erste Hand der Waffe und die zweite Hand. Brustrüstung, 2 Ringe, Gürtel, Hose, Handschuhe und Stiefel, Gold und haben relativ viele Slots. Sieht zumindest so aus für den Anfang. Dann haben wir aktive. Ach, das sind die aktiven Zauber oder Fähigkeiten. Wir haben bei Blitz schon mal eine, und zwar unbegrenzte Kraft. Verschießt kontinuierlich Blitze aus euren Händen und trifft Feinde in einem Bogen. Die Fähigkeit kostet kein Umbra. Die kostet kein Umbra, das ist geil. Ich habe hier unten die Slots 1 bis 6 plus linke und rechte Maustaste. Sieht man auch hier unten. Diese Fähigkeit ist jetzt im Moment auf der Nummer 1. Ich werde sie aber, denke ich, geht das so? Ah, okay. Auf die rechte Maustaste legen. Hier steht, das verbraucht kein Umbra. Boah, okay, das ist ein Blitz. Nicht schlecht, nicht schlecht. Werden wir es aber natürlich aufsparen. Und jetzt erstmal gucken, was es hier so zu sehen und zu tun gibt. Okay, ich muss auf jeden Fall hier raus irgendwie. Diese Gegenstände kann man, die Props kann man kaputt machen. Das kennt man auch aus Diablo und Path of Exile. Was ich jetzt hier jedoch ein bisschen verwirrend finde, ist, dass mir die Props, die Gegenstände nicht angezeigt werden mit Namen, beziehungsweise ich kann sie halt eigentlich nicht anklicken, aber wenn ich halt drüber gehe und draufklicke, dann kann ich sie natürlich kaputt machen. Also es ist ein bisschen verwirrend. Das kenne ich von anderen Spielen so nicht, aber das soll mich auch nicht weiter stören. Einleitung. Halte die mittlere Maustaste und bewege die Maus, damit kannst du die Kamera rotieren lassen. Ah, okay, das finde ich auch cool. Das haben andere Spiele auch nicht. Brauche ich jetzt aber, glaube ich, nicht. Ich werde das so lassen, wie es ist. Es war ungefähr so. Mit dem Maustast kann ich natürlich auch reinzoomen. Und zwar sehr, sehr nah. Werde ich aber auch nicht machen, weil es meiner Meinung nach auch keinen Sinn macht, so zu zocken. Aber gut, dass es die Möglichkeit gibt. Okay, hier ist schon mal der erste Gegner. Ein untoter Gefangener. Okay, das geht relativ easy. Ich habe gerade schon gesehen, es gibt der Thronräuber. Diese armen Seelen waren einmal Menschen. Es gibt sowas wie so einen automatischen Angriff oder so ein Anstürmen. Ja, wie das jetzt zum Beispiel gerade. Das ist ein bisschen verwirrend. Jeder Waffentyp hat einen eigenen Angriffsstil. Derzeit gibt es Äxte, Hammer, Schwerter, Dolche, Schilde, Keulen und Armbrüste. Das ist der Alpha-Status. Da werden sicherlich noch mehr dazu kommen. Okay, ich muss sagen, der Angriff läuft relativ schnell ab. Also ich habe wirklich kaum Zeit. Okay, dieser Weg ist verschüttet. Irgendwie zu klicken. Also ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob mich das auffällt. Also die Zeit zwischen dem Klick und dem Angriff selbst ist wirklich so, so kurz. Also es gibt wirklich gar keinen Delay. Ist bei anderen Spielen nicht so. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Und jetzt habe ich mich so verquatscht, dass ich jetzt gerade gar nicht gelesen habe, was da stand. Aber es wird schon nichts Schlimmes gewesen sein oder nichts Wichtiges. So, geht's einfach mal weiter. Hier sind noch weitere Gegner. Blitzattacken sind im Wasser wirkungsvoller. Nutze die S-Taste, um die Fähigkeit in deiner Fähigkeitenleiste zu aktivieren. Achso, okay. Habe ich schon gemacht. Blitzattacken sind im Wasser wirkungsvoller. Das ist auch logisch. Feuer- und Verbrennungseffekte sind im Wasser nicht sehr wirkungsvoll. Das ist auch logisch. Das leuchtet ein. Ich werde jetzt mal diese Blitzattacke testen. Boah. Das geht ja ab wie Sau. Krass, alle tot. Wenn man Alt gedrückt hält, kriegt man die Gegenstände, die auf dem Boden liegen, angezeigt, damit man die einsammeln kann. Hier liegen jetzt aber keine, deswegen wurde auch nichts angezeigt. Die sieht nach einem Ausgang aus. Zumindest ist dort Licht.
Ja, es sieht wirklich nach dem Ausgang aus und das sieht sehr, sehr gut aus. Ich kann es nur wiederholen. Ich schaue mich nochmal hier unten um. Hier ist nichts. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal raus. Aber was mir gerade aufgefallen ist, bei dieser Attacke steht ja, die Fähigkeit kostet kein Umbra. Das hier ist meine Umbra-Leiste. Wenn ich die Attacke ausführe, verbrauche ich Umbra. Also entweder ist das, verarscht mich die Fähigkeit, oder das ist noch wegen der Alpha, ich weiß es nicht genau. Was ist aber auch gar nicht schlimm ist, mir ist es halt nur gerade aufgefallen. Ich denke, das liegt aber noch an der Alpha. So, wir sind draußen und das sieht sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Also mir gefällt die Optik wirklich richtig gut. Buch Frostnova. Du hast ein Buch aufgesammelt. Öffne dein Inventar, um es zu lesen. Alles klar, machen wir. Rechtsklick, dann lesen wir mal das Buch und werden jetzt, nehme ich an, eine neue Fähigkeit erlernen. Tatsächlich, die Frostnova, eine Eisexplosion, friert alle Gegner in der Nähe ein. Das sieht so aus. Cool. Macht, denke ich, einen gewissen AOE-Schaden und friert die Gegner ein. Das ist super praktisch. Das werde ich auf jeden Fall gleich ausführlich testen. Aber ich gehe jetzt erstmal weiter den Weg hier entlang. Wenn ihr Feinde einfriert, dann greift sie mit durchdringenden Waffen an. Das ist wesentlich effektiver. Das leuchtet auch ein. Okay, ich sehe hier schon etwas aufleuchten. So ein Pulsieren, da muss ich, denke ich, hin. Da zeigt auch der Pfeil hin. Aber ich werde mich erstmal hier umschauen. In guter alter Diablo 3 Manier. Ja, Diablo 3. Da können wir vielleicht auch kurz drüber sprechen. Ist leider, also entspricht nicht den Erwartungen vieler Spieler. Ich muss sagen, meine Erwartung hat es damals auch nicht erfüllt, sondern eher enttäuscht. Also wirklich im Vergleich zu Diablo 2 war das wirklich für die Nüsse, für nix. Also es hat eine gewisse Zeit Bock gemacht, aber der Langzeitfaktor, also Motivation war wirklich gleich null, weil es einfach so viele schöne Sachen und gute Sachen aus Diablo 2 nicht mehr gab. Es hat einfach nicht wirklich Spaß gemacht. Es war nicht das, was sich, glaube ich, die meisten unter Diablo 3 erhofft hatten. Okay, scheint es aber drumherum nichts weiter zu geben. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Was ein richtig gutes Pendant zu Diablo 3 ist oder Diablo 2 ist wirklich Path of Exile, muss ich sagen. Da mache ich jetzt kein Let's Play zu, das zocke ich aber nebenbei. Das finde ich richtig gut und das ist auch bei den hartgesottenen Diablo 2 Fans wirklich oben mit dabei, fast schon besser. Also es wird wirklich sehr, sehr geliebt und gehypt. Aber ich sehe gerade, Leertaste drücken, um eine Ausweichrolle zu machen. Cool. Das ist geil. Das kenne ich aus solchen Spielen auch nicht. Es verbraucht aber Ausdauer und zwar das ist hier unten. Also ich kann zweimal springen, da verbrauche ich einen Punkt Ausdauer. Und hier ist schon die erste Quest. Bruder Leon. Hier, kommt hierher rüber. Wir waren auf der Suche nach euch, als diese Bestie aus dem Nichts erschien und mich angriff. Sie traf genau die Schwachstelle meiner Rüstung und riss eine tiefe Wunde. Danach verschwand sie plötzlich, als wäre sie nie da gewesen. Es gelang mir gerade noch, ihr mein Schwert in die Brust zu stoßen. So, nun helft mir endlich auf die Beine. Wir müssen schnellstens meine Brüder finden. Wartet kurz. Hier geht etwas Merkwürdiges, Düsteres vor sich. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich... Oh nein! Amon, steh uns bei! Das ist eine verfluchte Falle! Schnell, macht euch bereit, euch zur Wehr zu setzen. Lange kann es nicht mehr dauern, bis meine Brüder hier auftauchen. Ich spüre es bereits. Ich spüre bereits ihre Nähe. Ihr müsst versuchen, durchzuhalten und bleibt um Amons Willen am Leben. Alles klar, ich werde am Leben bleiben, um Amons Willen. Und gucken, was jetzt hier kommt. Ich denke, irgendeine Gegnerwelle. Ja, es kommen schon kleine Zombie-Viecher. Boah, es werden jetzt aber ganz schön viele. Und warum auch immer, ich habe kein Umbra mehr und es wird auch nicht aufgeladen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Boah, da muss ich aber aufpassen bei dem Typen. Boah, was ich ein bisschen verwirrend finde, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ich laufe jetzt mit der gedrückten Maustaste und sobald ich über einen Gegner rüberfahre mit der gedrückten Maustaste, greife ich ihn an.
Das ist sehr verwirrend. Oh, ich weiß auch nicht, ob ich das gut finde oder schlecht. Das muss ein bisschen abhauen. Der Typ da hinten macht wirklich ultra viel Schaden. Zum Glück ist er sehr langsam. Oh, es passiert irgendwas. Ah, okay, das sind die Brüder. Können wir den jetzt zusammen platt machen? Oh yeah, sehr gut. Es sah von weitem so aus, als könntet ihr ein klein wenig Hilfe gebrauchen. Dank Amon sind wir wohl gerade rechtzeitig eingetroffen. Nicht auszudenken, was sonst mit euch geschehen wäre. Wo sind diese stinkenden, verwesenen Kreaturen nur hergekommen? Und hat zufällig irgendeiner eine Hose dabei? Euer Kampfstil sieht sehr interessant aus. Es würde mich interessieren, wo ihr diesen erlernt habt. So wie es aussieht, könnten wir eure Kampfkünste gebrauchen. Diese verdammte Plage der Untoten haben wir nur dem Thronräuber zu verdanken. Womit immer er sich auch beschäftigt. Ich glaube, mit euch wollte er ähnliche Experimente durchführen. Ist das vielleicht der Grund für diese seltsamen Kräfte, die ich in mir spüre? Ist es gar möglich, dass ihr wisst, was mit mir geschehen ist? Sollte dem so sein, erwarte ich, dass sie mir Rede und Antwort steht. Unverzüglich. Bruder Noctis, seid so gut und reicht Bruder Leon eure Hand und helft ihm auf. Wir werden nach Amar zurückkehren. Vielleicht findet ihr dort die Antworten, nach denen ihr so dringlich sucht. Versprechen kann ich allerdings nichts. Ich hoffe, ihr versteht das. Oh. Und wir gehen nach Amad und haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Erfahrung 150, Gold 20. Okay, wir sind jetzt anscheinend in irgendeiner Stadt. Kommt schon, folgt mir. Wir müssen Bruder Goriel folgen und haben eine neue Aufgabe, die Rettung. Redet mit Vater Gernes. Ich wollte nochmal aufs Kampfsystem von gerade zurückkommen. Was ich wirklich sehr, sehr verwirrend finde, ist die Tatsache, dass ich, wenn ich die Maus gedrückt halte, dennoch Gegner angreifen kann, ohne die einmal anzuklicken. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich weiß es nicht. Also ich würde sogar sagen, dass das eher von Nachteil ist. Und da würde ich sogar wirklich den Entwicklern empfehlen, das auszumerzen. Also das könnte wirklich schwierig werden. Ihr habt es gerade gesehen im Kampf, wenn man wirklich falsch die Maus bewegt, dann, wenn man wirklich weglaufen will, jetzt das Beispiel, dann bleibt man plötzlich stehen und greift einen Gegner an. Ich kann mir aber vorstellen, dass das noch im Laufe der Zeit irgendwie gefixt wird. Okay, ich habe leider kein Level-Up, ich habe aber ein bisschen Erfahrung dazu gewonnen und werde jetzt Bruder Goriel folgen, durch eine sehr schöne Stadt. Und wenn ich mir so dieses Wasser hier anschaue, diese Pfütze, wo der Regen reinfällt, muss ich einfach sagen, das sieht atemberaubend gut aus. Ich kann es nicht anders sagen. Das sieht einfach nur schön aus. So, das ist Bruder... Nee, das ist Vater Gernes. Mit dem muss ich reden. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einen Cut an dieser Stelle. Und das war es erstmal für diese Folge. Ja, also mir gefällt es bis hierhin schon mal sehr gut. Ich werde auf jeden Fall weiter zocken und ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ja, ich würde einfach sagen, das war's für diese Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis gleich.